Entdeckungen in Europa, die die ganze Welt schockierten. In Europa wurden zwar viele Funde gemacht, aber einige gingen im Laufe der Zeit verloren. Die jüngsten zeigen jedoch Relikte aus der Geschichte und das Ergebnis ist nichts, was wir uns jemals hätten vorstellen können. Von einem Ort, der die Augen Gottes genannt wird, bis hin zu einer Weinkellerei, in die man unbedingt eintauchen muss. Hier sind 10 Entdeckungen, die die Welt schockierten. Amazing! Woohoo! Die Augen Gottes. Wir beginnen mit einem der ungewöhnlichsten Orte der Welt, den Augen Gottes. Die Prochodna-Höhle erfüllt alle Kriterien für Außergewöhnlichkeit. Es handelt sich um ein natürliches Gewölbe in Nordzentralbulgarien. Ihren Namen erhielt sie jedoch wegen eines seltsamen Merkmals. Sie hat 2 augenförmige Löcher in ihrer zentralen Kammer. Es heißt, dass die Zeit stehen bleibt, wenn man hierauf starrt. Manchmal fließt auch Wasser hindurch, sodass es wie ein weinendes Augenpaar aussieht. Die Einheimischen haben sie als Augen Gottes oder Ognata bezeichnet. Auch Wissenschaftler haben versucht, die seltsame Formation zu erklären, sind aber noch nicht darauf gekommen, ob sie durch Erosion oder künstlich entstanden ist. Die verschwindende Straße. Kann man unter Wasser gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber wie wäre es zu fahren? Einige Leute in Frankreich haben fast jeden Tag die Gelegenheit dazu. Es gibt dort eine Straße namens Passage du Gois, die die Insel Noirmoutier mit dem Golf von Bourneuf verbindet. Sie kann nur wenige Stunden am Tag befahren werden, weil sie 2-mal täglich verschwindet. Wie ist das möglich? Nun, wegen der starken Gezeiten wird sie völlig überflutet. Obwohl sie an der Atlantikküste liegt, ist der 4 Kilometer lange Weg eine wunderschöne Landschaft mit Watt- und Sandstränden und gilt als nationales Denkmal. Spanische Kristallwürfel. Wenn man diese Kristallwürfel zum ersten Mal sieht, könnte man meinen, dass sie von Experten hergestellt wurden. Es ist unmöglich, sie zu sehen und nicht zu denken, dass sie ein Produkt von Außerirdischen ist. Und das wäre ein Irrtum, denn sie sind natürlich. Sie stammen aus einer Mine in der Nähe von Navajun in Spanien. Diese ist berühmt für ihren schönen Glanz und ihre nahezu perfekten kubischen Formationen. Seit ihrer Entdeckung haben verschiedene Zivilisationen sie abgebaut und verwendet. Die alten Siedler der Rioja nutzten die Pyritwürfel für magische Zwecke, während die Römer sie für Fliesen und Mosaike in ihre Heimat exportierten. Manche schluckten sie sogar als Medizin. Die Bibel des Teufels. Als die schwedische Armee 1648 in Prag ein seltsames Buch fand, wussten sie, dass sie auf etwas Besonderes gestoßen waren. Doch nichts konnte sie auf das vorbereiten, was sie sahen, als sie es öffneten. Das Druckwerk mit dem Namen Codex Gigas ist berühmt dafür, dass es das größte jemals entdeckte mittelalterliche ist. Nach Angaben des Autors wurde es vom Teufel selbst geschrieben. Nun, zumindest dem riesigen Porträt am Ende zufolge. Experten glauben, dass es von einem Mönch verfasst wurde, der sein Gelübde brach und dazu verurteilt wurde, eingemauert zu werden. Um der Strafe zu entgehen, versprach er, ein Buch zu schreiben, das das gesamte Wissen der Welt umfassen würde. Natürlich war es unmöglich, ein solches in einer Nacht zu vollenden, also bat er den Teufel um Hilfe. Dieser beendete das Manuskript und der Mann fügte aus Dankbarkeit sein Abbild hinzu. Der versteinernde Brunnen. Dieser Brunnen in North Yorkshire, England, ist eine der seltsamsten Entdeckungen aller Zeiten. Obwohl er bereits um 1600 gefunden wurde, ist er immer noch ein merkwürdiger Anblick. Und das liegt an seiner seltsamen Fähigkeit, Gegenstände in Stein zu verwandeln. Überall in der Umgebung finden sich Alltagssachen, denen dies geschehen ist. Viele Jahre lang glaubten die Menschen, es sei verflucht. Es hat sicher nicht geholfen, dass eine Seite wie ein großer Schädel aussieht. Selbst Wissenschaftler staunten über die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge, die in ihn gelegt wurden, in Fels verwandelten. Als sie Wasserproben analysierten, fanden sie heraus, dass es einen hohen Mineralgehalt hat, der eine Schicht um Gegenstände bildet. Bei längerer Einwirkung entwickelt sich eine harte mineralische Hülle, die diesen gruseligen Effekt hervorruft.
außerirdische Höhle. 1986 betraten Bauarbeiter, die auf der rumänischen Seite des Schwarzen Meeres Ausgrabungen für ein Kraftwerk durchführten, versehentlich eine andere Welt. Technisch gesehen befanden sie sich zwar immer noch auf der Erde, aber sie hatten gerade ein völlig neues Ökosystem entdeckt. Die Mobilhöhle ist ein unterirdisches Wunder, das seit über 5 Millionen Jahren unberührt geblieben ist. Sie ist mit engen Tunneln tief unter der Erde verborgen, in völliger Dunkelheit und mit giftigen Gasen. Doch was die wenigen Wissenschaftler, die diese unterirdische Mittelerde betreten haben, schockiert hat, ist die Tatsache, dass es dort von Leben wimmelt. Skorpione, Würmer, Spinnen, Blutegel und bisher unbekannte Mikroben sind nur einige. Tatsächlich sind von den 48 Arten, die identifiziert wurden, bemerkenswerte 33 neu. Irgendwie haben sie fernab vom Rest der Welt 5 Millionen Jahre lang unter gefährlichen Bedingungen überlebt und sich weiterentwickelt. Wikingerschwert. Als Saga Vanecek in einem See in Südschweden schwamm und mit einem seltsamen Metallgegenstand an Land zurückkehrte, schimpfte ihr Vater, sie solle aufhören, Dinge aufzusammeln. Daraufhin erklärte sie, sie sei über ihn gestolpert und habe ihn am Griff herausgezogen. Nun, das Mädchen gilt jetzt als Königin von Schweden. Es stellte sich heraus, dass das Schwert ein Relikt von vor über 1500 Jahren ist. Es ist 85 cm lang und außergewöhnlich gut erhalten, einschließlich einer Halterung aus Holz und Leder. Forscher glauben, dass es von den Wikingern der Eisenzeit zurückgelassen wurde, obwohl einige sagen, dass es sogar noch älter sein könnte. Seit der Entdeckung durchkämmen Experten das Gebiet, um weitere Relikte zu finden. Ness of Brodgar. 2012 enthüllten Archäologen, die auf den abgelegenen schottischen Orkney-Inseln arbeiten, dass sie die Überreste einer der frühesten Siedlungen der Menschheit gefunden hatten. Der als Ness of Brodgar bekannte Fleck enthält einige der ältesten bemalten Wände in Europa und das Erd- und Steinwerk ist tausende von Jahren betagter als Stonehenge und die ägyptischen Pyramiden. Experten zufolge wurden sie erstmals um 3200 vor Christus besiedelt. Neben den Steinmetzarbeiten enthält die Stätte auch eine Fülle von Artefakten, die von den religiösen Gruppen des Neolithikums hinterlassen wurden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Ness of Brodgar über 1000 Jahre lang für verschiedene Zwecke genutzt wurde. Versunkener Park. Auf Platz 2 haben wir einen geheimnisvollen Unterwasserpark. Tief im Nass des Garnersees in Österreich befindet sich etwas, das wie aus einer Filmszene zu stammen scheint. Es ist ein ganzer Park mit Bäumen und sogar einem Ruhesessel. Auch wenn es den Anschein hat, dass er geplant wurde, ist er es nicht. Es ist das Werk des Klimawandels. Die meiste Zeit des Jahres bleibt das Gewässer in seiner normalen Tiefe. Wenn jedoch im Sommer alles schmilzt, wird er durch das Eis der umliegenden Karstberge und den Schnee mehr als 7-mal so tief und bedeckt alles. Leider kann man ihn nicht besichtigen, selbst wenn man es wollte, da die jüngsten Vorschriften das Tauchen verbieten. Unterwasser-Weinkeller. Wenn du die Küste der Halbinsel Pelješac in Kroatien besuchst, wirst du von Weinbergen in Familienbesitz, charmanten alten Dörfern und felsigen Stränden begrüßt. Diese Gegend ist bekannt für ihre natürliche Schönheit und ihren Reichtum an Meereslebewesen, was sie zu einem touristischen Hotspot macht. Aber es ist auch die Heimat von etwas viel Interessanterem. Und zwar etwas, das noch nicht so sehr erforscht wurde, weil es unter Wasser liegt. Versteckt in der Stadt Drace zwischen Ston und Orebic liegt die ungewöhnlichste Weinkellerei, die man sich vorstellen kann. Edivovina ist die erste Kroatiens, die über 20 Meter tief im Meer begraben ist. Hier werden über 5000 Weinflaschen in einem Tonkrug 1 bis 2 Jahre gelagert, bevor sie an die Oberfläche gebracht werden. Das ist eine der seltsamsten Konservierungstechniken und ziemlich genial, wenn man es sich recht überlegt. In extremen Tiefen sind die Temperaturen stabil, es gibt ein Minimum an Licht und die Stille wirkt beruhigend. Welche dieser Entdeckungen ist am schockierendsten?